Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Heute machen wir ein Kartoffelgulasch mit Würstchen drin. Dazu brauche ich meine Kartoffeln, ich brauche Zwiebeln. Ich habe mir schon Lorbeerblätter zur Seite gelegt. In meinem Mörser habe ich mir schon vorbereitet: Majoran, Oregano, Salz, Pfeffer, Muskat und ein bisschen was in meinem Knoblauchsalz. Dazu brauchen wir natürlich auch Paprika. Ich nehme auch gern Tomatenmark her. Ich habe mir schon hier einen Liter Brühe hergerichtet zum Abgießen. Dann habe ich mir ein Essigwasser gerichtet zum Ablöschen fürs Paprikapulver. Sprich, ich habe jetzt da 25 Milliliter Essig, also Rotweinessig ist das jetzt, und dann den Rest mit Wasser aufgefüllt. Das sind 150 Milliliter und ich brauche meine Knoblauchpaste. Genau, und ich erspare euch mal das Schälen, das mache ich jetzt kurz, und beim Schneiden sehen wir uns dann wieder. So, jetzt habe ich alles geschält. Ich zeige jetzt ein, zwei Sachen zum Schneiden und dann mache ich das Ganze im Schnelldurchlauf. Ich drittel die Kartoffeln, die ungefähr die Größe haben. Etwas kleinere werde ich nur halbieren und dann einmal so durch. Und einmal so, dass ich in etwa die Größe habe, zu Pi mal Daumen. Weil das Gute ist ja, die Kartoffeln ziehen relativ schnell durch. Das heißt also, die brauchen, sagen wir mal, zum Kochen, wenn sie in der Soße sind, so ungefähr eine halbe Stunde. Dann sind die weich. Dann wäre das Gulasch soweit fertig. Würstel gebe ich ziemlich zum Schluss dazu, weil die brauchen natürlich nicht zu lange. Reicht es, wenn es einmal aufkocht und dann ungefähr, sage ich mal, 2, 3 Minuten köchelt, dann ist das Ganze durchgezogen. Eben Kartoffeln habe ich euch gezeigt, so in Art Würfel schneiden. Bei den Zwiebeln, die halbiere ich und dann viertel ich sie und dann schneide ich ihn mir so, dass ich sie zum Anziehen habe. Das Ganze nennt man auch emisieren. Das mache ich bei den Zwiebeln. Genau. Und dann mache ich den Rest jetzt im Schnelldurchlauf. Dann seht ihr das Ganze mal so ein bisschen. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Würstchen habe ich gerade vergessen zu zeigen. Es wäre eher nicht viel dabei. Ich schneide mir einfach die Ringe so runter. Und dann, das mache ich auch mit dem Rest noch fertig. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder beim Kochen. So, und jetzt beginnen wir das Ganze anzuschwitzen. Dazu gebe ich mal ein bisschen Öl in meine Pfanne. Pfanne, genau, in meinen Topf. Lass den Ganzen heiß werden. Wichtig dabei, wenn ihr das Ganze anschwitzt, ist, wenn ihr das Paprikapulver hinzugibt, müsst ihr schauen, dass das nicht anbrennt. Wenn das anbrennt, wird es bitter. Und dann, das schmeckt dann, also dann könnt ihr das Ganze gut erschnorren setzen, weil einmal, wenn es bitter ist, dann bringt ihr das nicht mehr raus. So, warten wir noch kurz. So, jetzt ist das Ganze heiß. Dann gebe ich mal ganzen Zwiebeln hinein. Gut 2 Löffel, nur 3 von meinem Knoblauch. Gehen wir ein bisschen mehr auf. Das Ganze ziehe ich jetzt glasig an. Dann geben wir noch Tomatenmark hinzu. Dann gebe ich mein Paprikapulver hinzu. Schon gut etwas. Jetzt ist zum Aufpassen, dass es nicht anbrennt. Und dann lösche ich gleich mit meinem Essigwasser ab. Jetzt kann ich meine ganzen Kartoffeln hinzugeben. Wenn ich jetzt das dann nachher vorkommt, dass ihr zu wenig Paprikapulver hinzugegeben habt, dann ist jetzt wichtig, nicht einfach Paprikapulver hinzuleeren, weil dann habt ihr die so Flocken drin, beziehungsweise ihr seht das recht schön. Am besten einfach in der Pfanne anbraten, wieder mit leicht Essigwasser ablöschen und dann erst zum Gulasch hinzu, sodass ihr wirklich eine schöne einheitliche Farbe habt, dass das Ganze eben auch schön ist und dass man das eben dann so sieht, dass das nachgegeben wurde. Also wenn ihr Paprikapulver nachgeben müsst, zuerst anschwitzen und dann hinzugeben. Was ich jetzt gleich noch mache, ist, ich gebe meine Lorbeerblätter, genau, meine Lorbeerblätter hinzu und würze das Ganze schon mal kräftig. Wie gesagt, alles, was ihr jetzt an Geschmack schon reinbringt, ist besser wie das, was ihr nachwürzen müsst. So, dann gibt es noch einen kleinen Trick, nämlich das Ganze ein bisschen gehaltvoller oder ein bisschen abzurunden noch, gebe ich etwas Zucker hinzu.
Das gibt dem Ganzen auch nochmal einen volleren Geschmack. Und jetzt gebe ich den Liter Brühe hinzu. Und ab jetzt, weil das war ganze, die Brühe war heiß, sprich ich habe mit einem Wasserkocher das Wasser aufgekocht und habe dann die Brühe dazu, also reingegeben. Und jetzt kann ich das Ganze zurückdrehen, ungefähr, sage ich mal, auf die Hälfte oder so ungefähr. Und ab jetzt tue ich den Deckel leicht schräg drauf und lasse das Ganze einfach leicht köcheln. Rühre immer wieder zwischendurch um, dass das Ganze nicht anbrennt. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich es fertig mache. So, das Gulasch ist jetzt soweit fertig. Jetzt habe ich mir schon ein bisschen vorbereitet. Das ist ein Becher voll Sauerrahm. Da gebe ich etwas Mehl hinzu, gebe dann die Flüssigkeit vom Kartoffelgulasch in den Sauerrahm mit Mehlgemisch hinein. Das heißt, ich gebe 2 bis 3 Esslöffel Mehl zu einem Becher Sauerrahm, den verrühre ich kräftig, gebe dann die Flüssigkeit hinzu, dass mir das nachher nicht klumpt im Gulasch selbst, und gebe dann zusätzlich noch die Würstel hinzu. Genau, und dann lasse ich das eben noch ganz kurz auskochen, so circa 3 bis 5 Minuten, dass das Ganze fertig ist, und dann kann man schon anrichten. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Appetit und ich zeige euch das Ganze natürlich. So, wie schon gesagt, gebe ich mir jetzt mein Mehl hinzu zum Abbinden eben. Gebe ich meine 2 Schöpfe schon mal rein. Jetzt gleich mal die Würstel rein. Währenddessen rühre ich das gleich mal ein bisschen an. Schauen, dass man wirklich auch ein bisschen nach unten rührt. Genau. Das Ganze rühre ich jetzt da eben ein. Ich muss wieder ein bisschen aufdrehen. So, dann bin ich jetzt soweit fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche allen guten Appetit.